Ja, hallo. Wer verstehen will, warum Menschen, Tiere, Pflanzen aussehen, wie sie aussehen und können, was sie können, warum sie tun, was sie tun, muss sich mit Evolution befassen. Letztlich gibt es nichts, auch nicht in der Kultur, das sich ohne Evolution erklären lässt. Umso wichtiger ist es, dass Evolution und ihre Prozesse so früh wie möglich vermittelt werden, auch für unser eigenes Selbstverständnis. Das heißt konkret, Evolution muss eigentlich in die Schulen und zwar so früh wie möglich, vielleicht schon ab Klasse 1 oder 2. In der Realität sieht es aber so aus, dass wir in einer modernen Wissensgesellschaft leben und jeder Unterrichtsinhalt mit anderen wichtigen Inhalten konkurriert. Und wenn die Bedeutung eines Inhalts nicht angemessen eingeschätzt wird, diese Inhalte meistens einfach übersehen werden. Und das passiert leider eben auch mit dem Thema Evolution. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kinder heute keinen regelmäßigen und selbstverständlichen Kontakt mehr mit Natur haben, was die Notwendigkeit von Evolutionsvermittlung eigentlich noch erhöht. Diese Wissenslücke füllen heute vielfach Zoos und Naturmuseen, wie zum Beispiel unser Kooperationspartner, das Aquazoo Löbbecke Museum, das hier nebenan im Park deutlich zu sehen ist. Es gilt als meistbesuchter außerschulischer Lernort in Düsseldorf und Umgebung. Tausende Schülerinnen und Schüler besuchen jährlich das Museum mit seiner Sammlung von rund, wenn ich nicht irre, 900.000, richtig, Naturobjekten aus den Bereichen Biologie, Geologie und Paläontologie. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute den Verantwortlichen dieser Sammlung bei uns begrüßen dürfen, den Zoologen Dr. Stefan Kurt vom Aquazoo Löbbecke Museum, der uns von seiner wichtigen Arbeit und der Wissensvermittlung erzählen wird. Bitte begrüßen Sie mit einem großen und herzlichen Applaus Dr. Stefan Kurt. Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute alle hier sind und ja, den Weg in den Nordpark geschafft haben, um meinen Vortrag zu lauschen. Vielen Dank in diesem Sinne auch für die Einladung und dass ich hier stellvertretend für das Aquazoo Löbbecke Museum sprechen darf. Zunächst erst einmal würde ich gerne sagen, dass der Evolutionspfad wirklich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Also auch wir können den nur unterstützen. Auch ich persönlich bin der Meinung, dass man auch speziell den Kindern und Jugendlichen nicht früh genug Wissen über Evolution vermitteln kann. Und auch wir drüben im Aquazoo Löbbecke Museum versuchen ja genau auch das, also Wissen über Evolution an Kinder, Jugendliche und Erwachsene herantragen. Und ja, wie genau das bei uns abläuft, dafür habe ich mal ein kleines Video mitgebracht, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, wie speziell im Ausstellungsbereich Wissen vermittelt wird. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Ich gehe kurz aus der Präsentation raus. Jetzt funktioniert es. Alles gut. Tauche ein in die Welt der Meerestiere und erlebe die faszinierende Geschichte des Lebens im Aquazoo Löbbecke Museum. Über 500 Tierarten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Zu Wasser und zu Land. Die Ausstellung steckt voller Überraschungen für abenteuerlustige Naturforscher. In 25 Themenräumen lernst du die Geschichte der Lebewesen kennen. Begib dich auf eine spannende Forschungs- und Entdeckungsreise. Interaktive Stationen und Erklärfilme geben dir dabei noch bessere Einblicke. Hier heißt es ausdrücklich Anfassen erlaubt. Erlebe die Ausstellung mit all deinen Sinnen. Die Kombination aus spektakulären Exponaten, Forschungsstationen und lebendigen Tieren machen das Aquazoo Löbbecke Museum zu einem unvergesslichen Erlebnis. Staune über die Farbenpracht der Unterwasserwelt, kuriose Anpassungen und vieles mehr.
Erlebe Tiere hautnah im Aquazoo Lebbecke Museum. Ja, das soll erstmal genügen als kleine Vorstellung unseres Hauses drüben. Um Ihnen gleich ein bisschen die Angst zu nehmen, das soll jetzt keine reine Werbeveranstaltung für das Aquazoo Lebbecke Museum werden. Stattdessen möchte ich Sie gerne mitnehmen auf eine kleine Untersuchung dreier verschiedener Fragen. Nämlich erstens, braucht es denn Zoos und Museen überhaupt, um über Evolution und Biodiversität aufzuklären? Zweitens, wie wird Bildung in Zoos und Museen gemacht? Und drittens, ist denn diese Bildungsarbeit überhaupt erfolgreich? Also, und da möchte ich durchaus auch mal einen kritischen Blick werfen. Ist denn die Bildungsarbeit, die in Zoos und Museen geleistet wird, überhaupt, funktioniert das überhaupt? Okay, das funktioniert auch nicht. Alles gut. Also wir starten mal mit der ersten Frage. Braucht es denn Zoos und Museen, um über Evolution und biologische Vielfalt aufzuklären? Man könnte ja meinen, wir sind ja heute technologisch so weit fortgeschritten, wozu muss ich überhaupt noch was über Evolution oder biologische Vielfalt wissen? Sind wir Menschen nicht mehr oder weniger losgelöst von der Natur? Und ich würde meinen, ja, naturkundliche Bildung ist bitter nötig, schon alleine um Zusammenstöße wie diese hier zu vermeiden. Wer jetzt nicht schmunzelt, der enttarnt sich sofort. Also wir sehen hier natürlich keine Vogelspinne, sondern einen Flusskrebs. Und die Geschichte war folgende, ich kann es Ihnen jetzt leider nicht genau vorlesen, weil ich meine Notizen hier vor mir nicht sehe. Aber sinngemäß hatte eine ältere Dame in ihrem Garten eben diese Vogelspinne entdeckt und die dann auch sehr schnell eingesammelt, die Polizei gerufen, und die Polizei verbrachte dann das Tier auf die Streife, auf die Wache. Das Tier wurde dann ausgepackt und man hat dann festgestellt, oh, es ist eben keine Vogelspinne, sondern ein Flusskrebs. Also das nur ein Indiz, dass scheinbar die Artenkenntnis in der Bevölkerung nicht mehr so hoch ist, wie man sich das wünschen würde. Aber es gibt nicht nur solche Anekdoten, sondern natürlich auch ganz gezielte Untersuchungen zur Artenkenntnis, speziell bei Kindern. Und wir sehen mal hier eine Studie von Dax et al. Aus dem Jahr 2009. Und das sieht jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Also wir sehen, immerhin 90% der Kinder können Wildschweine identifizieren, auch noch sehr viele Rehe und Hirsche und so weiter. Aber es gibt auch so ein paar Punkte, die mich ein bisschen enttäuschen. Also gerade, wenn ich mir den Eichelhäher oder den Luchs angucke, der schneidet nicht ganz so gut ab. Und dabei sind das ja eigentlich Tiere, die ja schon recht auffällig sind. Also da würde man sich schon bessere Kenntnisse bei den Kindern wünschen. Ja, auch das, muss ich gestehen, habe ich nicht recherchiert, ob das tatsächlich so ist, aber für mich hängen Wissen und Empathie schon in gewisser Weise zusammen. Wie hier bei der Geschichte, die erst vor kurzem auch durch die Medien ging, dass Kinder wirklich den Igel an den Lampenpfahl gebunden haben und haben den quasi zu Tode gequält. Vielleicht fehlte auch hier wirklich der richtige Mentor, um den Kindern zu zeigen, dass der Igel ja ein leidensfähiges Wesen ist und dass der viele interessante Eigenschaften auch hat. Vielleicht hätten dann die Kinder auch in einer positiven Art und Weise einen Blick auf den Igel geworfen und nicht diese Dinge mit ihm angestellt. Ja, woher kommt das Problem dieser Artenunkenntnis? Pyle hat das erstaunlicherweise schon 1978 als Extinction of Experience beschrieben. Ich habe hier mal exemplarisch so das Stadtgebiet von Düsseldorf aus Google Earth rauskopiert, und man muss ja sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Also wir haben immerhin ein paar Grünflächen und so weiter, aber so der englische Rasen hinterm Haus ist natürlich jetzt kein Biodiversitäts-Hotspot. Und so sehen das verschiedene Autoren eben auch. Den Kindern fehlt die Möglichkeit, auch einfach mal zufällig Natur zu erleben. Also man braucht wirklich Eltern oder Großeltern, die es darauf anlegen, einen jetzt wirklich in den Wald zu schleifen und einem das zu zeigen, weil man sich eben zufällig, gerade als Stadtkind, eben nicht mehr so sehr in der Natur bewegt. Ähnlich ist das bei den Gärten. Die einen oder anderen werden ja die Gärten des Grauens kennen. Ich bin ein großer Freund davon, also zumindest sich darüber lustig zu machen. Hier werden ja normale Gärten mit reichlich Kieseln ausgestattet und Schotter, um das dann vermeintlich pflegeleichter zu machen. Und das Argument ist, also wahrscheinlich wäre ein wild wachsender Garten sehr viel pflegeleichter als diese Schotterwüste.
Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Also wenn das Kind nicht weiß, wie der Eichelhäher aussieht oder die Frau nicht weiß, wie eine Vogelspinne aussieht, macht ja nichts. Ich denke aber, die Probleme fangen dann an, wenn auch die Spezialisten verloren gehen. Und das ist tatsächlich der Fall. Wir brauchen wirklich Leute, die auf dieses Bild schauen und uns sofort sagen können, wie viele Spezies an Schnecken sehen wir da. Hierfür will ich es mal auflösen. Also es ist tatsächlich nur eine Spezies, die Polymeta picta aus Kuba, die aber sehr vielgestaltig sein kann. Jeder Laie hätte hier gesagt, naja, das sind 6 verschiedene Arten. Warum brauchen wir diese Spezialisten? Ich habe es schon drüber geschrieben, es ist ein deutliches Problem für den Artenschutz, weil wenn ich Artenschutz betreiben will, wenn ich Gebiete ausweisen will, die schützenswert sind, muss ich natürlich auch erstmal wissen, was leben da für Arten, wie ist die Zusammensetzung in der Natur, wo lohnt es sich vielleicht primär Schutzgebiete einzurichten und wo weniger. Und dass Artenschutz an sich wichtig ist, dass ist ja inzwischen auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das wissen nicht mehr nur Biologen und Biologinnen. Gerade das Insektensterben ist ja jetzt reichlich durch die Medien gegangen. Wir sehen hier mal eine Grafik von einer Studie aus 2017 von Hallmann et al. Also da sehen wir auch, dass die reine Biomasse an Insekten auch stark zurückgeht. Und jeder, der viel Auto fährt, wird das, oder auch schon lange Jahrzehnte Auto fährt, wird das bestätigen können. Wenn man damals mal eine Strecke mit dem Auto gefahren ist, man konnte kaum noch durch die Frontscheibe gucken, so viele tote Insekten klebten da dran. Jetzt kann man ja ganz unbesorgt quasi von München nach Berlin fahren und hat immer noch eine klare Scheibe. Also solche Indizien im Alltag weisen ja schon auf große Probleme hin und solche Studien haben das wirklich in den letzten Jahren nachgewiesen. Vor 2 Tagen ist auch noch mal eine neue Nature-Publikation rausgekommen, die das auch noch mal bestätigen konnte, dass es mit den verschiedenen Insektenarten und der Biomasse der Insekten dramatisch abwärts geht. Ja. Und häufig werden ja auch die Sammler selbst kritisiert, die Insekten aus der Natur entnehmen. Aber da steht sich der Naturschutz in gewisser Weise auch selbst im Weg. Also es ist für mich immer ein bisschen unverständlich zu verstehen, warum der Schmetterlingssammler nicht auf die Wiese gehen kann und Schmetterlinge sammeln kann, aber nebenan auf dem Getreidefeld darf großzügig Insektizide versprüht werden, die den Falter natürlich ganz genauso töten. Wenn uns die Sammelleidenschaft mancher Laien verloren geht, dann geht uns auch sehr viel Potenzial verloren an Leuten, die das auch einzuschätzen wissen, was uns an Arten verloren gehen in der Natur. Jetzt kann man sich fragen, ja, wo sind denn die Artenkenner hin? Also haben jetzt plötzlich alle Kinder und Jugendlichen kein ureigenes Interesse an der Natur mehr? Und ich würde sagen, nein, also die Kinder, die gehen immer noch gerne in die Natur, spielen auch gerne mit Naturdingen, interessieren sich auch ganz von selbst für Tiere, für Pflanzen und so weiter. Aber ich denke, es fehlt ihnen dann einfach an Mentoren, die sie zum richtigen Zeitpunkt abholen und weiterführend in Taxonomie und andere Fragestellungen einführen, auch in zum Beispiel Sammlungspraxis. Und ich stehe aber mit meiner Meinung nicht ganz alleine da. Das zeigt diese ganz interessante Untersuchung von Frobel et al., die Erosion der Artenkenner. Hier wurden wirklich 75 Artenkenner, sogenannte Artenkenner, also Spezialisten befragt, die wirklich hohe Kenntnisse meistens für eine sehr spezielle taxonomische, also Tiergruppe haben. Und hier kam wirklich eindeutig raus, dass die Mentoren und ein gutes Studienangebot entscheidend dafür sind, für den Erwerb sehr spezialisierter Artenkenntnisse. Jetzt ist beides, also so, wenn ich mal von den ersten 2 Faktoren ausgehe, schwer zu haben. Viele Väter sammeln nicht mehr gewohnheitsmäßig Schmetterlinge, eben weil der Naturschutz es verbietet. Im Studium konzentriert man sich heutzutage eher auf Sachen, die sich später gut verkaufen lassen, also Molekularbiologie, Gentechnik etc. pp. Taxonomie und Artenkenntnis geht da zunehmend verloren. Also wirklich Zoologie in dem klassischen Sinne wird, glaube ich, immer weniger gelehrt. Warum blende ich jetzt diesen grünen Balken hier ein? Es hat den Grund, da ich hier durchaus das Potenzial sehe, dass sich diese Mentoren eben in Museen und in Zoos wiederfinden könnten. Also hier, während es in Schulen die Lehrer meistens auch keine Zeit mehr dafür haben, hier gibt es wirklich Mitarbeiter, die sich in kleinen Arbeitskreisen, in Arbeitsgruppen den jungen Leuten annehmen könnten. Und wir werden das definitiv auch in Projekten versuchen.
Ja, Frau Witten hat es eingangs schon erzählt, hat ja meinen halben Vortrag schon vorweggenommen quasi, aber ich werde das nochmal weiter ausbauen. Die Evolution in den Lehrplänen spielt wirklich eine eher untergeordnete Rolle. Ich habe vor kurzem erst gelernt, dass da NRW wirklich recht fortschrittlich ist. Also da sieht man ja durchaus auch schon mal in der 6. Klasse, 7. Klasse so das Thema Evolution aufblitzen, zumindest wenn ich jetzt mal meinen Heimatland sozusagen nehme, nämlich den Lehrplan von Thüringen, sieht das ein bisschen finsterer aus. Also da ist das Thema Evolution tatsächlich an die 10. Klasse nur so rangeklebt. Viele Lehrer unterrichten das dann gar nicht mehr, weil sich Genetik viel leichter abprüfen lässt. Also manchmal ist im Jahresverlauf dann auch gar keine Zeit mehr für die Evolution. Es fällt ganz hinten runter. Und ganz wie Sie das auch schon sagten, das kann eigentlich nicht sein. Deswegen heißt ja auch die Evo-Kids-Woche so, wie sie heißt. Also viele Kenntnisse, die man in der Biologie vermitteln kann, machen erst dann Sinn und sind erst dann wirklich zu verstehen, wenn man die Evolution an den Anfang stellt. Und deswegen kann ich auch Ihre Bestrebungen, die Evolution in der Grundschule schon zu lehren, nur unterstützen. Noch schwieriger wird es, wenn man sich sehr strengen religiösen Gruppen annimmt. Ich habe hier mal zwei Bilder aus dem Atlas der Schöpfung von Harun Yahya genommen. Dieses Buch wurde vor gar nicht allzu langer Zeit in Thüringen an verschiedene Schulen verteilt. Viele Lehrer haben sich gefreut, weil da sind ja schöne große Bilder drin mit Fossilien und so weiter, haben das auch fleißig genommen für ihren Unterricht und so weiter, haben aber nicht das Kleingedruckte gelesen. Also das waren tatsächlich Schriften, wo Evolution eher verklärt als erklärt wurden. Wenn wir hier mal das Beispiel mit der Garnele nehmen, also es wurde dann ein Fossil präpariert, ein rezentes Tier daneben gesetzt und dann sagt man, naja, Evolution hat gar nicht stattgefunden, die sehen ja vollkommen gleich aus. Oder gleich nebenan, es werden dann irgendwelche fiktiven und vollkommen absurden Evolutionsreihen entworfen. Also erst hat man den Seestern, dem wachsen dann wild irgendwelche Flossen und über kurz oder lang kommt dann so ein Fisch raus. Und da muss ich sagen, wenn man mir so Evolution vermittelt hätte, dann würde ich selber nicht dran glauben. Und deswegen sehe ich auch hier eine große Aufgabe für die Zoos und Museen, da Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es kommen ja durch Migrationsbewegungen jetzt auch viele Leute zu uns, die ja doch einen sehr anderen Blick auf Evolution haben, aus ihren Kulturkreisen, aus denen sie kommen. Und das ist ja, glaube ich, eine große Chance auch für uns, für eine evidenzbasierte Weltsicht zu werben. Ach ja, das wollte ich auch unbedingt noch sagen. Es gibt auch da eine sehr interessante Publikation von Man Waring, Katie, die nämlich gesagt hat, es ist durchaus möglich, auch sehr streng religiöse Gruppen davon zu überzeugen und Evolution als Tatsache anzunehmen. Hier wurden Mormonen untersucht und da wurde auch festgestellt, dass viele wirklich einfach eine falsche Vorstellung haben, wie Evolution funktioniert. Also dass dann der Schimpanse plötzlich den Menschen gebiert und dann sind Menschen da oder sowas. Also das ist, was ja auch wirklich eine absurde Vorstellung von Evolution ist. Und bei dieser Studie hat es sich tatsächlich gelohnt, den Menschen das ordentlich zu erklären. Und auch wurde hier gezeigt, dass positive Äußerungen von religiösen Autoritäten sich auch sehr positiv auswirken. Also wenn jetzt deren Führer sagt, unsere Religion steht nicht im Konflikt mit der Evolutionslehre, dann war auch gleich die Akzeptanz dessen sehr viel höher. Ja, nochmal eine weitere Frage. Brauche ich denn dieses ganze Wissen über Evolution und biologische Vielfalt überhaupt? Kann mir das nicht egal sein als moderner Mensch? Und auch hier würde ich argumentieren, dass es uns eben nicht egal sein kann. In Zukunft stehen wichtige Entscheidungen an. Wie wollen wir die Weltbevölkerung weiter ernähren? Wie wollen wir weiter Land- und Forstwirtschaft betreiben? Das ist keine leicht zu beantwortende Frage. Wie gehen wir mit den Möglichkeiten der Gentechnik um? Ja, ist es jetzt gut, Schweine mit menschlichen Genen auszustatten oder nicht? Und ich denke, in diese ganzen Fragen, auch was das Artensterben betrifft, kann evolutionäre Medizin unsere Krankheiten heilen? Also das sind alles Fragestellungen, wo es aus meiner Sicht jedenfalls durchaus helfen kann, wenn man erstmal über Evolution an sich und auch unsere Stellung im Stammbaum des Lebens informiert ist. Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ich trinke kurz was. Ja. Und zwar, wie wird denn Naturbildung in Zoos und Museen eigentlich gemacht? Und
Vielleicht fangen wir mal daran, damit an, was können denn Zoos und Aquarien auf der einen Seite, Museen auf der anderen Seite besonders gut. Und bei den Zoos und Aquarien ist es ja naheliegend, Zoos und Aquarien bringen Besucher in Kontakt mit lebenden Tieren und sie können noch dazu in naturnah gestalteten Umwelten beobachtet werden. Die Beobachtung von Tierverhalten wird möglich und da unterscheidet es sich auch deutlich von Dokumentationen oder ja, Büchern oder dergleichen mehr. Ich habe hier wirklich unbegrenzt Zeit, wenn ich das möchte, mich auch mal eine Stunde vor das Schimpansengehege zu setzen und die Tiere wirklich zu beobachten, was die machen. Bin dann nicht zeitlich eingeschränkt wie in einer Dokumentation, wo nach 10 Minuten eben das nächste Tier kommt, sondern kann wirklich mir Zeit nehmen, das auch zu beobachten und viele Leute nehmen dieses Angebot auch wahr. Wichtig im Zoo, und das ist auch meinem Chef ganz besonders wichtig, ist, dass Tiere natürlich Emotionen wecken. Also da bin ich auch immer als eher der Museumsmensch ein bisschen neidisch. Also wenn man so ein Fossil hinlegt, ist das manchmal nicht ganz so emotional, wenn die Besucher davor stehen, auch bei aller Mühe, die ich mir damit gebe. Aber ein lustiger Pinguin oder so, das kommt natürlich gerade bei kleinen Kindern häufig besser an. Ja, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, also absolutes Alleinstellungsmerkmal für Zoos und Aquarium, Begegnung mit dem lebenden und häufig exotischen Tier. Gut, was können denn jetzt die Naturmuseen auf der anderen Seite gut? Die sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ich denke, Naturmuseen können noch ein bisschen besser als der Zoo es kann, Vielfalt vor Augen führen. Sie kennen ja vielleicht auch diese große, große Vitrine im Naturmuseum in Berlin, wo wirklich viele, viele Arten aus den unterschiedlichsten Gruppen vertreten sind, auf engstem Raum und man steht wirklich nur staunend davor. Auch wir haben das in kleiner Form, zum Beispiel für europäische Schmetterlinge. Auch da wäre das in, ja, zoologische Haltung wahrscheinlich kaum möglich, auf so engem Raum diese Vielfalt an Arten zu zeigen. Was Naturmuseen auch können, ist natürlich sichtbar machen, was am lebenden Tier verborgen bleibt. Ich habe hier mal als Beispiel dieses Rochenskelett rausgesucht. Auch im Inneren der Körper der verschiedenen Tiere finden sich natürlich interessanteste Anpassungen an unterschiedliche ökologische Nischen. Verschiedene Tiere haben sich verschieden angepasst. Ihnen ist vielleicht auch bekannt, dass Haie zum Beispiel einen Revolvergebiss haben, das immer wieder erneuern. Das sieht man am vorbeischwimmenden Hai gar nicht. Also das ist tatsächlich schön, wenn man das Gebiss direkt daneben hat und kann man sich das eben nochmal genauer vielleicht ergänzend zum lebenden Hai anschauen. Naturmuseen können auch Naturgeschichte erlebbar machen. Dazu muss ich, glaube ich, auch nicht allzu viel sagen. Natürlich Fossilien als wichtige Evolutionsbeweise sollten im Museum nicht fehlen. Und auch hier bei uns kann man einige sehen. Naturmuseen können aber auch sehr gut provozieren und zum Nachdenken anregen, vielleicht besser als mancher Zoo das kann. Wir haben das auch hier zum Beispiel mit so einer Müllinstallation versucht. Als Alleinstellungsmerkmal deswegen nochmal fett hier dargestellt. Naturmuseen ermöglichen die Begegnung mit dem originalen Objekt. Das muss einem auch gerade dann nochmal bewusst werden, wenn man über technische Möglichkeiten wie virtuelle Realität und 3D-Druck und 3D-Scan und so weiter nachdenkt. Das ist alles schön und gut. Wenn ich aber das Original auf mich wirken lassen will, dann kann ich das tatsächlich nur im Museum. Ja, und gut ist wirklich, wenn man beides ist. Also das Aquazoo Löbbecke Museum hat ja beide Sparten in sich vereint. Sie können also wirklich direkt benachbart zueinander lebende Piranhas beobachten. Es wird in Zukunft auch wieder Schaufütterungen geben, wo man dann auch mal ja, die ganze Sache in Action verfolgen kann. Und in unmittelbarer Nähe zum Becken haben wir dann eben auch ein Kopfpräparat des Piranhas, wo man sich dann nochmal genauer die Zähne anschauen kann. Ja, welche Prinzipien sind in Naturmuseen und Zoos besonders wichtig und so natürlich auch bei uns? Da steht ganz vorn an die persönliche Vermittlung und das belegen auch mehrere Studien. Es macht wirklich einen signifikanten Unterschied, ob ich mir das Museum selbst erschließe oder ob ich wirklich jemanden als Führer mitnehme, der mir alles zeigen kann und der ja auch tagtäglich mit den Tieren und mit den Objekten arbeitet. Was für unser Haus ganz besonders wichtig ist, ist auch die nachhaltige Entwicklung. Also
Besucher sollen nicht nur mit Problemen konfrontiert werden, wie zum Beispiel der Plastikvermüllung der Ozeane, sondern es ist immer auch gut, wenn man jemanden vor sich stehen hat, der persönlich einen ansprechen kann und einem Handlungsoptionen aufzeigt. Was kann ich denn jetzt in Deutschland dafür, wenn in Brasilien die Regenwälder brennen? Oder vielmehr, was kann ich dagegen tun? Oder wie kann ich das unterstützen, dass es unterbunden wird? Ein weiteres Prinzip, das ganz sicher nicht nur bei uns eine Rolle spielt, sondern in Museen und Zoos generell, ist das Free Choice Learning. Ein schickes Wort für eine ganz einfache Sache. Also man kann natürlich dann im Haus selbst auswählen, was man sich gerne anschauen möchte. Auch bei uns gibt es verschiedenste Angebote, also Objekte, die ich direkt anfassen kann. Es gibt Touchscreens für die Leute, die so eine Art der Vermittlung mögen. Es gibt durchaus auch Räume, wo recht viel Text auch zu lesen ist. Gerade ältere Besucher widmen sich dem auch zum Teil stundenlang und lesen sich durch die Ausstellung. Finde ich selbst ganz erstaunlich manchmal, aber kommt vor. Wir haben auch Experimentierstationen, die natürlich für Schüler und Schülerinnen ganz besonders anziehend sind. Und ja, jeder kann sich aus diesem Potpourri an Angeboten natürlich das heraussuchen, was für ihn selbst interessant ist. Es gibt jetzt nicht die eine Message, die wir uns wünschen, die der Besucher mit nach Hause nehmen soll. Ein weiteres Grundprinzip, was ganz typisch ist und auch für uns, ist dieses objektbasierte Lernen. Und das wird Ihnen auch jeder Lehrer bestätigen, dass es sehr erfolgreich ist, auch wenn man in die Schule etwas mitnimmt und den Kindern zeigt, es zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich anders, als wenn man sagt, schlag mal Buch Seite 40 auf oder so etwas. Und der direkte Kontakt zu den Tieren und den Objekten ist bei uns besonders wichtig. Also hier kann wirklich Textur, Gewicht, Temperatur, Größe, bei den Tieren natürlich auch Geruch, Geräusche, die machen, wie sie sich fortbewegen, all das kann in kürzester Zeit erlebt werden. Und es gibt auch die sogenannte Touch Emotion, also die Berührung des Tieres oder des Objekts führt eigentlich zu einer unmittelbaren Reaktion beim Besucher. Und wie das zum Beispiel aussehen kann, das sehen wir jetzt gleich nochmal in einem Film. Darf ich mal streicheln? Ganz vorsichtig. So. So, und Hände waschen geht jetzt rein. Eine lebende Vogelspinne auf der Hand, was völlig anderes, als sie sich durch eine Scheibe anzusehen am Computer oder im Biobuch. Ist ganz entspannt, ne? Ja, dann ist die Spinne auch entspannt. Guck mal. Keiner muss, jeder darf mal. Das hilft gegen Vorurteile und Ängste, stärkt das Selbstbewusstsein und das Umweltbewusstsein. Das ist cool, Janne. Ja. Der will ja nicht hinfallen, ne? Oft kommen Schulklassen in den Aquazoo, aber auch nachmittags oder in den Ferien gibt es spezielle Führungen, Tierfütterungen und, wie hier mit der Lehrerin Petra Polakovic, sehr lebendige Kurse. Das fühlt mit seinen Schülern, wo kann ich denn hin, um mich gut zu tarnen. Wir gehen aber auch in die Schulen. Zoopädagoge Elmar Finke zeigt hier einer Klasse der Grundschule Rolandstraße in Düsseldorf Teile unserer naturwissenschaftlichen Sammlung. Wenn jetzt nicht die Flügel aufhätte, wird der aussehen wie so ein Ästchen. Genau, das ist nämlich eine Stabschrecke. Wie viele Beine hat ein Schmetterling? Wer weiß es? Zwei. Zwei, eine Idee? Eins. Vier. Drei. Zwei. Sechs. Sechs, okay. Welche Achtjährige war schon mal Tierpräparatorin? Hier lernen die Kinder eine Heuschrecke für die Nachwelt zu erhalten. So klingen junge, begeisterte Forscher. Manchmal am Anfang. Aber schließlich ist das Präparieren doch ganz schön faszinierend. Ist das richtig? Beobachten, anfassen, Zusammenhänge erkennen. Praktischer, spannender Unterricht, eben Aquazoopädagogik. Zoos und Museen wollen begeistern und Kenntnisse vermitteln. Und der Aquazoo ist ja Zoo, Museum und Forschungsstätte zugleich. Ja, ich hab's reingekriegt. Wer die Natur besser kennt, möchte vielleicht auch dazu beitragen, sie künftig besser zu schützen. Diese Heuschrecken gehören zum Glück noch nicht zu den gefährdeten Arten. Im Aquazoo sind sie Nahrung für Echsen und Spinnen. Angebote unserer Zoopädagogik gibt es auch für Erwachsene. Mit 1400 Veranstaltungen im Jahr erreichen wir 30.000 Besucher und wir kommen sehr gerne zu Besuch. Ameisen-Scheiße. Ja, ihr wisst es doch. Super, hat's geblitzt? Ja.
Ja, Sie haben es ja gesehen, die Reaktionen, die man so von den Kindern bekommt, sind auf keinen Fall immer positiv. Aber ich denke, auch das muss ja gar nicht schlecht sein. Es gibt einem zumindest Möglichkeiten, wo anzuknüpfen und gerade im Falle einer Spinne auch mal zu hinterfragen, warum das vielleicht irrational ist, jetzt vor dieser Spinne Angst zu haben, gerade wenn sie gar nicht giftig ist. Für ein Museum ist es natürlich immer schön, wenn die einzelnen Objekte und Themen, die präsentiert werden, über einen roten Faden und ein schlaues Narrativ verbunden sind. In unserem Haus ist das der Weg der Evolution. Wir beginnen im Meerwasserbereich, also wo man ja auch den Ursprung des Lebens heute vermutet. Der Besucher läuft dann durch den Süßwasserbereich. Ausgehend von diesem Süßwasser-Brackwasserbereich erfolgt ja auch der Landgang der Wirbeltiere und das ist die nächste Station in unserer Ausstellung, bis sich dann eben das Terrarium anschließt mit ausschließlich terrestrischen Tieren. Ganz zum Schluss gibt es dann den für mich spannendsten Raum, also wo man dann wirklich auch Tiere sehen kann, die teilweise ins Meer zurückgekehrt sind, mit dem Pottwalskelett, mit den Pinguinen und mit den Papageientauchern bei uns. Ja, auch das wird Ihnen nicht neu sein. Interaktive Medien halten natürlich auch Einzug ins Museum und auch wir werden das in den nächsten Monaten versuchen. Ich hatte schon erzählt, dass Fossilien bei den jüngeren Besuchern meistens nicht die Emotionen auslösen, die man sich wünschen würde. Deswegen werden wir diesen Ausstellungsbereich des Landgangs mit virtueller Realität bzw. diesem interaktiven Projection Mapping ergänzen. Was macht das? Also man hat wirklich eine Projektion einer Animation auf den Fußboden und kann dort tatsächlich mit den heute nur noch fossil erhaltenen Tieren interagieren. Also man hat dann kleine Buttons, die man drücken kann und dann kommt eben der Osteopteron oder so daher geschwommen und es gibt eine sehr schöne Interaktivität zwischen den Besuchern und den Fossilien oder ausgestorbenen Vertretern. Ja, auch das kann eine Form von Bildung sein. Wann immer es uns möglich ist, versuchen wir natürlich ehrenamtliche Kräfte oder Praktikanten bei uns einzusetzen. Ich denke, all das macht Museumsarbeit und Zooarbeit transparent. Und es ist wirklich zum wechselseitigen Nutzen. Wir profitieren natürlich von wichtiger Arbeit ehrenamtlicher Kräfte. Anders wäre die Sammlung gar nicht für mich allein zu beherrschen. Auf der anderen Seite ergeben sich hier natürlich interessante Weiterbildungsmöglichkeiten für die Freiwilligen. Ja, jetzt vielleicht zum letzten und eigentlich wichtigsten Punkt, funktioniert denn Bildung in Zoo und Museum, so wie wir uns das vorstellen? Und vielleicht noch als zweite Frage, funktioniert es denn besser als Alternativen? Also man könnte ja sagen, ja, wir haben die Schule, wir haben Eltern, wir haben Bücher, wir haben Internet. Ist Zoo und Museum nicht mittlerweile überflüssig? Werfen wir zunächst mal vielleicht einen Blick auf die Naturmuseen. Wie schneiden die denn in verschiedenen Studien ab? Und hier haben es mir Bates und Kollegen sehr einfach gemacht. Es gab nämlich im letzten Jahr eine sehr umfangreiche Review, die verschiedene Studien in sich aufgenommen hat und wirklich mal der Frage nachgegangen ist, bringt der Besuch eines Naturmuseums etwas dem jungen Besucher? Und die Bewertung der Naturmuseen als Bildungsorte ist durchweg positiv. Als ganz besonders positiv oder fruchtbar wurde Kooperationen aus Schulen und Museen bewertet. Also der Idealfall wäre wirklich, dass sich die Kinder in der Schule schon mit der Thematik auseinandersetzen, dann schon vorgebildet ins Museum kommen, sich die Objekte ansehen und dann idealerweise sogar nochmal in der Schule das nachbereiten und nochmal besprechen können. Also das wurde wirklich mehrfach gezeigt, dass das sehr gute Bildungserfolge zeigt. Wenn es jetzt mal der Fall sein sollte, dass von den Kindern wenig Faktenwissen wiedergegeben werden kann nach ihrem Besuch, ist das nicht allzu schlimm. Also ich denke, das Ergebnis, dass dann trotzdem generell eine positive Einstellung gegenüber Naturwissenschaft mitgenommen wird und eine gesteigerte Naturverbundenheit, das würde mir persönlich schon als Erfolg vollkommen ausreichen. Da ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt weiß, was ein Varan ist oder was der Tamandua ist. Was aber auch viele Studien sagen, ist eben eine schwere Messbarkeit von Bildungserfolg. Ist denn tatsächlich nach Fakten zu fragen überhaupt das richtige Maß für so einen Museums- oder Zoobesuch? Ist es denn auch nicht eine wichtige Erfahrung für einen jungen Menschen, einfach mal gesehen zu haben, wie ein Hai schwimmt oder wie der aussieht oder
dergleichen mehr, wie sich vielleicht auch ein Fossil anfühlt. Da muss der Schüler noch lange nicht wissen, wie das heißt oder wo der gelebt hat oder und so weiter. Ich denke, es ist trotzdem einfach eine wertvolle Erfahrung, die man als Mensch mal gemacht haben sollte. Ja, die persönliche Vermittlung hatte ich schon genannt, aber auch das bestätigen mehrere Studien. Bitte? Den dritten Punkt? Gesteigerte Naturverbundenheit heißt eben die Aufgeschlossenheit, auch mal außerhalb des Zoos oder Museums in die Natur zu gehen. Ich werde das aber später noch mal weiter ausbauen. Ja, wie schneiden denn die Zoos in solchen Studien ab? Also hier zeige ich mal eine Befragung aus dem Jahr 2007, schon etwas älter, aber recht groß. 5.500 Zoobesucher wurden gefragt und das sieht auf den ersten Blick mal ganz gut aus. Also 61% der Befragten sagten, dass der Zoobesuch ihre Einstellung gegenüber dem Artenschutz unterstützte. 54% sagten, dass der Besuch Überlegungen anstieß, welche Rolle sie selbst bei Umweltproblemen spielen und wie sie selbst zu Lösungen beitragen können. 57% sagten, dass der Zoobesuch Naturverbundenheit verstärkt habe. Und sogar bei Telefonaten, die bis zu einem Jahr nach dem Besuch stattgefunden haben, zeigte sich, dass 61% der Befragten immer noch Gelerntes wiedergeben konnten und 35% sagten, dass sich sogar noch die Überzeugungen gegenüber dem Artenschutz dem Besuch gegenüber noch verstärkt hätten. Also die Besucher haben sich auch nach dem Besuch weiter mit der Thematik beschäftigt. Wie gesagt, das sieht erstmal ganz nett aus, aber ich habe auch hier unten gleich Kritik hingeschrieben von Malamud et al. So einfach ist es nämlich nicht. Es ist immer schwierig, Leute zu befragen, wie sie das selbst einschätzen. Also die Leute wurden ja hier gefragt, wie schätzt du ein, hast du etwas gelernt oder hast du jetzt eine neue Erfahrung gemacht und sowas. Und da liegt es immer nahe, dass man schon ahnt, was der Fragende hören will und dann ist man auch so nett und sagt ihm das dann. Oder man will sich vielleicht auch selbst schmeicheln und so nach dem Motto, ha, natürlich habe ich was gelernt jetzt hier gerade und das muss nicht notwendigerweise der Fall sein. Also da wäre wirklich eine Abfragung von Fakten eventuell besser gewesen. Auch interessant für mich war, dass in dieser Studie auch rauskam, dass das Wissen in Bezug auf ökologische Konzepte sich kaum änderte, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass wirklich naturkundlich recht gebildete Leute die Zoos besuchen und niemand startet dabei null mit seinen Kenntnissen. Ja, sehr viel schöner finde ich dann eigentlich schon solche Studien, die wirklich die, in diesem Fall waren es wieder Schüler, auffordern, auch mal selbst etwas zu machen. Also hier war es ein Fragebogen an 2839 Kinder, die einen Zoo besucht haben. Es gab dann einen Fragebogen und 41% der Besucher mit pädagogischer Begleitung resultierten eben in naturschutzbezogenem Lernen, 34% der unbegleiteten Besucher. Das finde ich aber nur nebensächlich. Viel schöner finde ich diese Aufforderung zum Zeichnen an die Kinder. Die Kinder wurden also gefragt vor dem Zoobesuch, male bitte dein Lieblingstier in seiner Umwelt. So, und dann sehen wir mal hier so ein Ergebnis eines 9-jährigen Kindes. Wir haben da so einen Teich oder einen Stein vielleicht mit einem Vogel und ein Kaninchen und zwei Bäume. Und wenn Sie mal hier unten lesen, das stellt dann einen Regenwald dar. Ne? Also da könnte es schon das ein oder andere mehr geben, auch auf dem Bild. Und ich denke, zum Ergebnis nach dem Zoobesuch muss man gar nicht so viel sagen. Also das ist ja eigentlich ein Traumergebnis für jeden Kurator oder jeden Naturpädagogen. Also es ist erstmal sehr viel komplexer. Verschiedene Begrifflichkeiten werden auch richtig verwendet. Es sind nicht nur die Tiere selbst zu sehen, sondern eben auch ja, das Loch für das Eichhörnchen im Baum und alles, was dazugehört. Vom gleichen Kind, denke ich, ja. Aber ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich nicht nur Positives über Zoos und Museen sage und jetzt kommt auch zumindest ein bisschen Selbstkritik. Man sollte sich als verantwortungsbewusste Einrichtung schon immer fragen, ist denn der Bildungserfolg, den ich erreichen kann mit der Lebensqualität, den ich den Tieren geben kann, wirklich im Einklang, ist es im Gleichgewicht? Und ich habe hier mal ein Beispiel aus Kalifornien genommen, Aquarium of the Pacific, das auch in der unten genannten Studie untersucht wurde. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Streichelbecken für ungefährliche Schaufelnasen, Hammerhaie und auch weitere Spezies sind darin enthalten.
Was ja schon mal positiv zu bemerken ist, ist, dass dieses Becken ganztägig von einem Pädagogen oder einer Pädagogin begleitet wird, die also Kenntnisse über diese Tiere vermittelt und auch Anleitungen zum korrekten Umgang mit ihnen gibt. Also, dass sie, die Tiere nicht angepackt werden sollen, sondern dass sie eben nur mit zwei Fingern gestreichelt werden sollen und so weiter und so fort. Mit dem Bildungserfolg sah es in der, naja, es ist ja mit der kleinen Stichprobe vielleicht nur eine Pilotstudie, nicht ganz so gut aus. Also nur 3 von 28 Besuchern sagten aus, dass sie nach dem Besuch dieses Beckens mehr über Haie wissen als vorher und dass sie sich jetzt irgendwie mehr für deren Schutz interessieren würden. Für die meisten Besucher war es tatsächlich nur eine Form von Unterhaltung im Rahmen von einer Geburtstagsfeier oder als Wochenendbeschäftigung. Und Sie sehen das auch an dem Becken, also die Haie haben kaum Ausweichmöglichkeiten, keine Versteckmöglichkeiten. Auch in dem Paper, was ich unten zitiert habe, wurde erklärt, dass die Pädagogen oder Pädagoginnen auch die Tiere scheuchten, damit die Besucher was erleben können und dann auch streicheln können. Und das ist natürlich auf jeden Fall zu kritisieren und nicht zu befürworten. An dieser Stelle würde ich zum Beispiel auch wieder für eine Verbindung aus musealen Elementen und Zoo-Elementen plädieren. Vielleicht würde man hier sogar einen viel besseren Bildungserfolg erzielen. Also wäre denn nicht hier ein geschlossenes Aquarium für die Tiere besser? Und daneben hat man die Haihaut, die man anfühlen kann, oder sogar die Haihaut unter dem Mikroskop, wo ich die Mikrostruktur sogar noch erkennen kann. Also das muss man sich schon immer fragen, wenn man diese Art von Arbeit macht. Ich wollte auch noch erklären, dass, das könnte man ja wieder jetzt andersrum sehen, reichen denn nicht 3 von 28 Leuten, wenn 3 von 28 Leuten dann ein lebensveränderndes Erlebnis in diesem Zoo haben, ist es dann nicht trotzdem ein Erfolg für die Einrichtung? Und ich möchte Ihnen mal einen Herrn vorstellen, den der Aquazoo auch überzeugen könnte. Das ist Lukas Müller, heute ist er 28 Jahre alt und in der Kindheit war er häufiger Besucher des Aquazoo Löbbecke Museums. Und er sagt tatsächlich über sich selbst, dass er sich in der Kindheit die Nase platt gedrückt hat an den Haibecken, hat die stundenlang beobachtet. Mit, ich glaube, 18 Jahren fing er dann an, wirklich die Welt zu bereisen, die Tiere in ihrem natürlichen Habitat aufzusuchen und setzt sich heute wirklich mit eigenen Initiativen für den Schutz der Haie und für deren Lebensräume ein. Und ich denke, wahrscheinlich war nicht nur der Aquazoo schuld dran, aber er hat zumindest seinen Anteil. Um Ihnen zu zeigen, dass solche Ereignisse keine Einzelfälle sind, will ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel präsentieren. Und zwar, ich hatte ja schon mal kurz angerissen, dass Wissen über Tiere vermitteln nicht automatisch dazu führt, dass die Besucher sich jetzt plötzlich umweltverträglicher verhalten oder nachhaltiger verhalten. Man muss sie schon wirklich mit der Nase draufstoßen und das haben wir auch in diesem Fall versucht. Seit Ende 2018 beteiligen wir uns an der Kampagne World Aquariums Ready to Change to Beat Plastic Pollution. Also es geht hier wirklich um die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll. Um darauf hinzuweisen, haben wir mal unser Pottwal-Skelett mit diesem Magen aus Plastikmüll ausgestattet. Und diese Installation war offenbar so beeindruckend auf einen sehr jungen Besucher, den kleinen Lennart, der 3 Jahre erst alt ist. Er stand wirklich mit seiner Mutter davor und ein Zeitungsartikel berichtete dann darüber, dass die Mutter gemeinsam mit dem Kind dann im Kindergarten eine Müllsammelaktion initiiert hat. Eigentlich wollten die das erst im Urlaub machen, aber erst mal durch den Wal angefixt, merkte Lennart sehr schnell, ach, in Monheim liegt auch überall der Müll rum, also kann man auch hier aktiv werden. Und ja, also das ist natürlich der 6er im Lotto für jeden Kurator, wenn solche Geschichten dann auch an einen herangetragen werden. Besser kann es gar nicht laufen. Leider läuft es nicht bei jedem Besucher so. Also wir hatten auch genug Kritiker, die gesagt haben, ah, ich will hier nur schöne Sachen sehen, wieso hängt ihr jetzt Müll in den Wal und dergleichen Sachen. Aber naja. Gut, auch im Aquazoo selber muss man gar nicht weit schauen, um Leute zu finden, die frühe Erlebnisse in Zoo und Museum gesammelt haben und jetzt eben ihr Leben tatsächlich der Bildungsarbeit widmen. Und dass das kein Aquazoo-spezielles Phänomen ist, das zeigt auch die Studie von Spock. 75 Mitarbeiter von Museen wurden hier befragt. Was hat denn dazu geführt, dass du heute dort arbeitest, wo du arbeitest? Und auch bei denen war es wirklich ein
ja, das entscheidende Ergebnis war, dass auch die sehr früh von irgendwelchen Eltern oder Großeltern ins Museum mitgenommen wurden und sich dann so fasziniert von diesem Ort waren, dass sie selbst den Wunsch dann hatten, dort zu arbeiten. So war es ja auch bei mir am Ende. Ich bin nicht das Mädchen, also, der mit der Lederhose, ganz links. Ja, ich weiß nicht, was meine Eltern sich da gedacht haben, aber naja. Aber die Ziegen hat es nicht gestört. Ja, auch das hatte ich schon gesagt. Ist es denn nicht vielleicht möglich, dass Zoos vielleicht generell naturaffine oder ja, Tierliebhaber anziehen, die schon recht gut gebildet sind? Ich möchte Ihnen noch mal eine weitere Studie vorstellen. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden ganze 10.000 Besucher aus 31 Zoos und Aquarien befragt. Da kam auch erfreulicherweise raus, dass es eine messbare Verbesserung des Bildungsgrades bezüglich der Biodiversität gibt. Allerdings muss man sagen, hält sich es ja in Grenzen. Ne? Also wir sehen hier Pre-Visit, also vor dem Besuch 51% gute Kenntnisse über Biodiversität. Nach dem Besuch waren es dann 55,9%. Hier nebenan die beiden Balken zeigen die Kenntnisse darüber, wie ich einen positiven Einfluss auf Biodiversität selbst haben kann. Und auch da zeigte sich schon ein positiver Einfluss, aber jetzt auch nicht überragend. Eine wichtige Erkenntnis aus der Studie von Jensen et al. War, dass aber Zoos und Aquarien auch eine sehr schöne Langzeitwirkung entwickeln können. Also viele Besucher fühlen sich offenbar wirklich angestoßen von ihrem Besuch, etwas an ihrem eigenen Verhalten zu ändern. Etwas, was mich beim Recherchieren für diesen Vortrag ja fast selbst überrascht hat, ist, was Museen und Zoos noch alles können, nämlich habe ich herausgefunden, dass Museen tatsächlich auch die Beschäftigung mit der Natur und in der Natur unterstützen können und Zoos eben genauso. Das war jetzt keine europäische Studie, sondern in den USA. Erschreckenderweise haben da Eltern in einer Befragung angegeben, dass sie ja gar nicht wissen, was sie mit ihren Kindern jetzt so in der Natur anfangen sollen. Kind könnte ja auch schmutzig werden oder sich verletzen oder dergleichen mehr. Und da wurde tatsächlich ein Programm ins Leben gerufen, das da hieß Nature Begins at Your Zoo and Aquarium, wo also wirklich die Familien dazu angeregt wurden, angeleitet von Pädagogen in der Natur und auf Naturspielplätzen zu spielen. Und auch dieses Programm war wohl recht erfolgreich, führte wirklich dazu, dass auch im späteren Verlauf der Studie die Familien deutlich häufiger bereit waren, mit ihren Kindern rauszugehen. Wahrscheinlich, weil sie auch erstmal auf die Idee gekommen sind, dass das ganz spannend sein kann und die Kinder da eben sehr viel Spaß haben, so wie mein Neffe hier eben auch. Ja, auch das eine wichtige Erkenntnis. Es gibt ja tatsächlich Eltern, die jetzt absolut nicht in die Natur gehen wollen. Vielleicht haben sie auch Angst vor Zecken und so weiter, kann man ja nachvollziehen. Und auch hier habe ich mich gefreut, dass in einer Studie herauskam, dass auch Museen ein absolutes Naturerlebnisdefizit zumindest teilweise kompensieren können. Also dass auch da Biodiversität erfolgreich vermittelt werden kann. Zum Schluss vielleicht nochmal ein etwas kritischer Blick auf das Studiendesign teilweise an sich. In dieser Studie wurde eine Schülergruppe in ein Zoocamp geschickt. Also die haben tatsächlich 5 Tage am Stück in einem Zoo verlebt. Das sieht man hier in den Balken als Zoogruppe. Und es gab auch eine Kontrollgruppe, haben einfach ein Outdoor-Camp besucht, eben ohne diesen Zooanschluss. Vor und nach diesem Camp wurden die Schüler aufgefordert, einmal von so einem Stapel Bilder zu ziehen und ihnen dieses Raster dann Tiere gleicher Gruppe nah beieinander anzuordnen. Also alle Vögel zusammen, alle Säugetiere zusammen. Und eine andere Aufgabe sah vor, dass man auch aus diesen 3 bei B dargestellten Tieren die beiden Tiere zusammenordnen sollen, die eben zusammengehören, die systematisch zusammengehören. Und oh Wunder, die Zoocamp-Besucherkinder schneiden eben signifikant besser ab bei beiden Tests. Aber ich würde sagen, der Test ist auch der falsche. Also viel interessanter wäre doch eigentlich, den Zoobesuch zu vergleichen, zum Beispiel mit einer Unterrichtsstunde, wo den Kindern das gleiche Wissen angeboten wird, aber eben auf andere Form. Und dann könnte man wirklich mal schauen, ist denn die Vermittlung im Zoo oder im Museum besser als im Schulunterricht? Ja,
dann danke ich Ihnen soweit fürs Zuhören. Zum Schluss kann ich Sie nur auffordern, vielleicht mal selbst auszutesten, wie Zoo- und Museumsbildung bei Ihnen wirkt und uns drüben mal besuchen zu kommen. Vielleicht, wir haben auch seit wenigen Tagen eine nagelneue Sonderausstellung, Black Ocean heißt die, zeigt wunderschöne Fotografien von Cephalopoden eines japanischen Fotografen. Fühlen Sie sich eingeladen, kommen Sie gerne zu uns. Dankeschön. Ja, wir machen jetzt wie immer in den letzten Tagen 15 Minuten Pause und dann kommen wir nochmal zusammen und Sie können Fragen stellen und nachhören, was Sie immer wissen wollten. Wollen Sie hier unten lieber? Ja. So, gibt es Fragen, Anregungen, Kritik? Ja. Ja, erste Frage. Wäre eigentlich, Sie haben vorhin so ein Bild von einem Evolutionsbuch gezeigt, was von einem, ich glaube, türkischen Autor oder was auch immer, war das. Wie kann das denn passieren, dass das an die Schulen kommt? Die Evangelikalen oder die Kreationisten wahrscheinlich, ja? Ja, ja. Das wüsste ich tatsächlich selbst gerne. Also es hat niemand persönlich meines Wissens nach vorbeigebracht. Es wurde einfach verschickt. Also auch die Fachschaftsräte in der Universität in Jena haben das gleiche Buch erhalten. Allerdings hat der Versender da auf Granit gebissen. Also natürlich hat man sich da nicht so leicht überzeugen lassen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da stecken wirklich sehr reiche Menschen dahinter, die auch solche großen Bücher in der Menge produzieren können. Kommt man fast gar nicht gegen an. Also man würde sich ja selber wünschen, dass man proaktiv solche tollen Evolutionsbücher einfach kostenlos überall verteilen könnte, ne? Aber Geld ist ja endlich meistens. Ja, klar. Ja. Ja, wir haben ja unsere Evo-Kitzel-Materialien auch verschickt, aber natürlich sind auf der Seite der Kreationisten größere Geldquellen. Das ist dramatisch, leider. Mich überzeugt das Konzept des Aquazoos sehr, also die Kombination von einem Zoo, in dem ja fast keine Säugetiere sind, soweit ich das verstanden habe. Wenig, ja. Ja. Und dann eben dieses evolutionäre Konzept, dass man das die Lebensräume darstellt und die Hintergrundinformationen gibt. Das kann ich auch verstehen, dass das eine Wirkung hat. Ich sehe das aber nicht bei allen Zoos so. Und vor allen Dingen scheint mir es auch nicht bei jeder Tierart so zu sein, dass man im Zoo das natürliche Verhalten von Tieren beobachten kann. Und das ist für mich das größte Problem, weil einige Tierarten oder Tiere leiden natürlich unter diesen Bedingungen. Ein Jaguar, der ein Jagdrevier von unfassbarem Ausmaß hat. Ja, und da gibt es ja einige Zoos, wir haben meines Erachtens zu viele Zoos in Deutschland, wo die Qualität einfach nicht da ist. Ich habe gesehen, Tiger in kleinsten Käfigen. Ja, was man da beobachtet, sind völlig neurotisierte, kranke Tiere. Das ist kein natürliches Verhalten. Deswegen würde ich da fragen, würden Sie da nicht differenzieren, dass man sagen müsste, okay, manche Tiere sind für Zoos nicht geeignet oder es müssen extrem gute Bedingungen da sein, die wir aber so ganz selten haben. Ja, also ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es ja mehr als suboptimal ist für viele Tiere in deutschen Zoos oder auch europäischen Zoos. Für mich ist es immer so, und das wollte ich auch sagen, ich finde es auch grundsätzlich gut, dass es Leute gibt, die Zoos kritisieren und die Zoos sollten da auch immer offen sein, sich diese Kritik auch anzuhören. Ja, würde ich differenzieren. Die Frage stellt sich auch ein bisschen, was mache ich denn mit den Tieren, die jetzt tatsächlich schon da sind? Also was mache ich denn mit dem Schneeleopard? Auswildern kann ich ihn nicht, weil er wahrscheinlich dann verhungert oder so, gar nicht mehr in der Lage ist, wild zu reißen. Solchen Einschläfern, ist das dann die gute Lösung für dieses Problem? Weiß ich nicht. Also da tue ich mich wirklich sehr schwer. Ja, grundsätzlich gibt es Tiere, wo es schwer ist, die im Zoo oder Aquarium zu halten? Auch das stimmt sicherlich. Aber es gibt eben auch genauso viele, die einfach in der Natur gar keinen Platz mehr haben. Also, und da muss ich sagen, ist es mir lieber, noch so ein paar Tequila-Kerpflinge im Aquarium zu haben, als in dem jetzt zugeschütteten Teich, den es quasi nicht mehr gibt. Ne? Also es ist ja wirklich leider so, dass die Zoos häufig die letzten Refugien sind, wo Tiere unterkommen können. Ja.
Genau. Ist das zufriedenstellend, die Antwort? Oder? Wir können nachfragen. Ja, ich kann gerade zu Ihrer Frage eine Beobachtung von mir beisteuern. Also ich komme aus Wuppertal. Und der Wuppertaler Zoo wird geleitet von einem Veterinärmediziner. Und der hat den Zoo wirklich komplett umgekrempelt. Und die halten nur noch die Tiere, die sie gut halten können. Und die Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Schneeleoparden, die lösen die heute europaweit. Dass dann also Zoos sich auf ganz bestimmte Spezies spezialisiert haben und dann geben die ihren Schneeleopard dahin und kriegen dafür jetzt, was weiß ich, eine Antilope oder sowas. Das ist ja eine wünschenswerte Entwicklung. Also, und das sehe ich auch ganz so wie Sie. Also ich finde es auch immer schwierig für Zoos, wenn sie sagen, ja, wir haben 5.000 Arten, 10.000 Arten, reicht es denn nicht und reicht es auch gerade für die Naturbildung nicht, wenn ein Zoo sagt, na, ich habe eben 5 Arten, aber die sind dann eben extrem gut gehalten auf der Fläche, die mir zur Verfügung stehen. Ja, aber ja. Von daher sind wir in unseren Ansichten gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich kann das aber auch offen und frei sagen, weil ich kein Zoomensch bin, sondern eher aus der Museumsecke komme und habe da vielleicht auch noch ein bisschen andere Ansichten als der typische Zoovertreter. Ja, ich frage Sie gleich, was Ihr Lieblingstier ist, aber jetzt will ich erst noch eine andere Frage stellen. Sie haben gerade mit der Folie, wo sind die Artenkenner, haben Sie eine Statistik aufgeführt. Der Vater zu 29% zeigt Aktivität, habe ich das verstanden, Kinder irgendwie in der Hinsicht zu fördern, was die Artenkenntnis angeht. Und die Mutter nur 4%. Ist das jetzt ein Klischee, schlechter Klischee? Oder da müssen Sie die Befragten fragen. Also es war ja tatsächlich eine Studie, eine Befragung von 75 Artenkennern. Und die haben das so ausgesagt. Also ich will jetzt persönlich gar niemanden diskriminieren. Kann auch sein, dass es viele Schmetterlingssammlerinnen gibt, die ihre Kinder dafür begeistert haben. Aber ja, die Befragten haben das in dem Moment eben so nicht geäußert. In Ihrem Berufsalltag fällt Ihnen da der Unterschied auf? Wie Männer zu Kindern und in der Vermittlung sind auch Frauen? Männer sammeln mehr. Also muss man wirklich so sagen, also Frauen sammeln auch Muscheln und stellen die sich ins Regal. Dieses, auch Schuhe, aber so dieses wirklich systematische Sammeln. Jede Schnecke muss ein Label kriegen, wo draufsteht, wo ich die gesammelt habe und wann ich sie gesammelt habe und so weiter. Genau. Also dieses Ordnen und Systematisieren, ohne jetzt sexistisch sein zu wollen, scheint doch mehr so die Männerdomäne zu sein. Herrlich. Also ich mache jedenfalls in den in den Vereinen, die dem Museum sehr nahe stehen, das ist der Club Conchylia zum Beispiel, der sehr gerne Muscheln und Schnecken sammelt, und auch in der Entomologischen Gesellschaft die Erfahrung, dass es wirklich von Männern absolut dominiert ist. Die Frauen interessieren sich auch ein bisschen dafür, kommen auch gerne mit zu den Treffen, die es dann gibt, aber die Sammler selbst sind schon eher die Männer. Ja, jetzt noch ich kämpfe dagegen an. Also meine Nichte, die habe ich schon scharf gemacht. Also die sammelt jetzt vielleicht bald auch. Jetzt zu meiner Frage, die ich kurz andeutete. Wie ist Ihr Verhältnis zu Tieren? Was ist Ihr Lieblingstier? Ein Lieblingstier, das ist echt schwer zu beantworten, die Frage. Also bei uns im Zoo ist es auf jeden Fall der Papua-Varan. Das ist ein richtig großes Tier, ein Papua-Varan. Das ist wirklich ein richtig großer Apparat. Das ist hier so eine Echse, die man anpacken kann. Also das finde ich schön. Anpacken sollte man den nicht wirklich, also der mag das nicht so. Aber an sich würde ich wirklich auch aus Museumsperspektive sagen, dass mich die Vielfalt generell fasziniert. Also wenn ich bei uns in den Keller gehe und da ist Regalmeter um Regalmeter gefüllt mit Insekten und Schädeln und Skelette und sowas, also kann man sich kaum austoben. Bitte? Bitte? Hängt doch von der Tagesform ab. Oh, ich gehe jeden Tag da gerne rein, kein Problem. Es ermüdet mich nicht. Ich kann ja an der Stelle kurz erwähnen, auch ein Werbeblock, dass unser Verein, der das mitveranstaltet hat, eine Patenschaft im Aquazoo übernommen hat für einen Flugsaurier. Ein Jahr lang sind wir jetzt Paten für einen kleinen Flugsaurier. Ich habe es noch nicht gesehen, aber irgendwo wird sozusagen wahrscheinlich eine kleine Plakette hängen und wir haben ihn Achim getauft. Sehr schön. Aber das ist intern. ich habe auch zwei Fragen, oder beziehungsweise eine Frage und eine Anregung. Frage
ich war vor einiger Zeit in Berlin im Naturkundemuseum, das ich jedem nur ans Herz legen kann, weil es ist wirklich ein tolles Naturkundemuseum. Im Moment steht dort noch ein relativ intakter T-Rex ausgestellt, der, glaube ich, für 3 Jahre der Forschung zur Verfügung gestellt wurde, weil er ist irgendwie versteinert, der lag im Moor und ist relativ komplett erhalten. Und als diese Ausstellung begann, hat dort das Museum sozusagen so eine Erlebnispädagogik angeboten. Da konnte man nachts mit Taschenlampen ins Museum und diesen T-Rex angucken, in einer kleinen Führung, aber eben auch wahrscheinlich den Teil, den Sie hier betreuen, nämlich sozusagen die umfangreiche Sammlung, die den Besuchern sonst nicht zugänglich ist. Und ich habe das noch nie gesehen. Ich fand das total spannend. Da waren tausende Kisten mit Mäusen und, und so weiter. Bieten Sie sowas auch an? Das ist nur im absoluten Ausnahmefall. Also es gibt ja die Nacht der Museen zum Beispiel. In solchem Rahmen machen wir das schon mal, dass in kleinen Gruppen durch das Magazin geführt wird. Ansonsten eher nicht. Das hat vor allem den Grund, dass unser Magazin fast aus allen Nähten platzt. Und ich habe natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die Sammlung und alle Objekte, die sich darin befinden. Und es ist immer schwer, den Leuten zu erklären, dass sie das jetzt alles nicht anfassen dürfen, wenn sie da durchlaufen oder dass wirklich niemand irgendwo hängen bleibt oder so. Also wenn so ein Skelett auf dem Boden donnert, ist es mehr als ungünstig. Deswegen versuche ich es aktuell noch zu vermeiden. Schön wäre es für die Zukunft allerdings schon, eine Art Schaudepot zu haben, wo einerseits die Objekte gut gesichert sind, auf der anderen Seite aber auch die Neugier der Besucher ein bisschen befriedigt werden kann. Okay. Und die zweite Anregung bezog sich auf Ihre Idee oder auf Ihren Plan, die neue Technik zu nutzen, mit der man sozusagen jetzt Sachen auf dem Boden projizieren kann. Ich habe das schon erlebt, dass man läuft und sozusagen durchs Wasser geht und konzentrische Kreise wirft bei jedem Schritt. Und ob es nicht eine Anregung wäre, sozusagen so einen Evolutionsweg anzulegen, auf dem man dann den Tieren oder eben früh Lebewesen begegnet, der Reihe nach. Ja, so in der ähnlich ist es auch konzipiert. Also diese Projektion wird sich ja im Landgangsbereich bewegen. Also es wird dann eine rein aquatische Form gezeigt mit dem Osteopteron, dann eine Art mit dem Tiktaalik, die schon vermutet wird, so eine amphibische Lebensweise gehabt zu haben. Also konnte sich ein bisschen an Land bewegen, ein bisschen im Wasser bewegen. Und dann mit dem Pederpes eben einen fossilen Vertreter, der dann nur noch an Land gelebt hat und sich sehr gut mit 4 Gliedmaßen vorwärts bewegen konnte. Und ich hatte schon erwähnt, es wird dann auch so Buttons auf dem Fußboden geben, wo der Besucher dann eben auswählen kann, jetzt kommt der nächste Evolutionssprung sozusagen. Es war uns leider nicht möglich, eine durchgehende evolutive Reihe oder so zu zeigen, sondern das eine Evolutionsstadium verlässt quasi das Bild und das nächste kommt rein. Also vermittelt so ein bisschen die Sprunghaftigkeit, aber naja, man kann nicht alles haben. Weitere Fragen? Ja, ich habe vielleicht auch noch mal eine eher persönliche Frage. Wie ist denn das Aquazoo-Lübbecke-Museum deiner Meinung nach als Bildungsort aufgestellt? Gibt es überhaupt noch Optimierungsbedarf oder kann man vielleicht mal neue Wege einschlagen, die bisher noch nicht erfolgten? Auf der einen Seite wäre es natürlich schön, wenn wir mehr festes Personal hätten, weil auch das würde mehr Möglichkeiten bieten, diese Bildungsarbeit eben auch zu stemmen. Auf der anderen Seite hatte ich schon erwähnt, diese Fütterung, diese Schaufütterung, das ist eine sehr gute Gelegenheit für Besucher, Beobachtungen zu machen bei den Tieren. Und was ich mir auch für die Zukunft wünschen würde, wäre eine feste Jugendgruppe, die dem Museum angegliedert ist. Also weil da hat man tatsächlich die Chance, Talente zu entdecken, besonders interessierte Schüler und Schülerinnen zu fördern. Das klappt eben nicht, wenn man nur einmal die Schulklasse im Haus hat und dann ist die wieder weg und dann auch außer Reichweite. Und das sollten wir auch auf jeden Fall in naher Zukunft mal probieren, ob man nicht auch zum Beispiel so eine Sammelleidenschaft in einem wissenschaftlichen Sinne wieder bei jungen Leuten wecken kann. Denn die Sammler sterben auch so langsam aus. Ja, jetzt mal so formuliert. Das Einnehmen der evolutionären Perspektiven, da sind Sie ja ein Fachmann. Welche Vorteile bringt das bezogen auf die jetzigen Schwierigkeiten, die vorhanden in der Gesellschaft? Nehmen wir an, die Umbrüche mittels der Digitalisierung, die Umbrüche dort und da. Hat die
Er wird schon ganz unruhig. Er wahrscheinlich. Ja, aber dann lass ich den Kollegen gerne darauf antworten. Nein. Ich wollte das gerade gerne von Ihnen hören. Welchen evolutiven Vorteil es den Menschen bringt, dass wir jetzt. Nein, wenn man so eine evolutionäre Perspektive einnimmt, als so einen heuristischen Wert. Okay. Ich fürchte, ich weiß nicht so richtig, was Sie meinen. Also ich finde. Ja, da mir jetzt keine schlaue Antwort auf die Frage einfällt, denke ich, warten wir lieber auf den 18 Uhr Vortrag. Fragen? Ja. Ich habe mal so das Gerücht gehört, dass der Aquazoo noch erweitert werden soll. Was ist da dran und was ist der Zeitrahmen ungefähr? Das ist nur noch bedingt zu meinem Vortrag die Frage, oder? Aber ich antworte Ihnen natürlich gerne drauf. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, also das Magazin platzt aus allen Nähten. Mit der Pädagogik könnten wir mehrzügig unterrichten, wenn wir mehr Pädagogikräume hätten. Und deswegen ist jetzt der Plan tatsächlich da, oder der Wunsch vielmehr, einen Anbau zu schaffen, der aber nicht, also explizit nicht die Tierhaltung erweitern soll, sondern wirklich nur ja, Nutzungsfläche bieten soll für Magazin, für Pädagogikräume. Im Zuge dieses Anbaus würde dann auch im Haus selbst wieder flächenfrei, wo man besser Sonderausstellungen machen könnte, als es aktuell der Fall ist. Also ja, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich das sehr, aber das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob das jetzt auch so kommt. Ich meine, alle Kulturbauten haben ihre Ecken und brauchen das Geld dringend und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir jetzt nicht an erster Stelle stehen. Ja, das stimmt. Und das ist geplant in die Richtung? Genau, in diese Richtung. Ich habe in den letzten Tagen gesehen, dass sich riesige Schlangen bilden vor dem Museum. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Mhm. Wie viele Leute kommen da ins Museum, in den Aquazoo, mhm, so im Jahr? Und mir scheint das sehr viel stärker zu sein, als beispielsweise, wenn du in Berlin im Naturkundemuseum bist. Mhm. Obwohl das ja großartig ist. Und selbst das Senckenberg-Museum hat nicht solche Schlangen. Mhm. Woran liegt es, dass hier dieser Aquazoo so unglaublich beliebt ist? Ja. Also um auf die erste Frage zu antworten, uns besuchen im Jahr ungefähr 500.000 Besucher. An einem Sonntag können das schon mal 3.000 Leute sein und dann ist es wirklich rappelvoll. Also wir Mitarbeiter sagen auch immer so unter uns, an einem Wochenende würden wir nie in den Aquazoo gehen, also weil das auch kein schönes Erlebnis mehr so richtig ist. Und ich denke, ja wirklich die lebenden Tiere sind anziehend auf unheimlich viele Leute. Deswegen haben wir deutlich mehr Besucher für die Fläche gerechnet als das normale Naturmuseum. Im Vergleich mit Flächenzoos können wir natürlich nicht so richtig mithalten, aber gerechnet auf die geringe Fläche, die uns zur Verfügung steht, sind wir, glaube ich, schon oben mit dabei. Ja. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Dann würde ich Ihnen Gelegenheit für ein kleines Schlusswort geben, wenn Sie eins haben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte. Machen Sie weiter mit Ihrer tollen Arbeit für die Vermittlung der Evolution. EvoKids, finde ich, ist eine super Sache. Ich bin großer Freund von den Materialien auch. Ja, und kommen Sie uns besuchen vielleicht. Herzlichen Dank, Stefan Kurt, den wir nicht entlassen wollen, ohne ein kleines Geschenk von uns. Super, danke schön. Ja, herzlichen Dank. Und genau, besuchen Sie den Aquazoo und bleiben Sie gerne bis zum nächsten Vortrag. Um 18.30 Uhr kommt Michael Schmidt-Salomon mit dem Abschlussvortrag und wird erzählen, dass Evolution tatsächlich überall ist. Und was es genau damit auf sich hat, hören wir gleich. Sie können so lange gerne unseren Büchertisch bevölkern. Wir haben auch Kaffee, wenn dem einen oder anderen kalt ist, dann können Sie sich auch ein bisschen aufwärmen. Also bis gleich.